Moin Leute, hier ist euer Sommer. Herzlich willkommen zurück bei Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Und da ja quasi schon wieder morgen ist, beziehungsweise heute, und das schon, ihr wisst schon, was ich meine, befinden wir uns schon wieder hier in dieser wundervollen Halle mit diesen schönen zerflossenen Menschen. Wir haben hier gerade so einen Säurebehälter aufgehoben und sind immer noch damit beschäftigt, das lustige Morphium für uns zu besorgen, beziehungsweise für den Aufseher da in diesem lustigen Camp. Und ich habe euch auf die Folter gespannt, was wohl hier hinter steckt. Klettern wir mal rein. Eine Abstellkammer. Wer hätte das gedacht? Und da hinten Metallfach. Da machen wir doch mal auf. Ein kleines Schloss hindert mich daran, es zu öffnen. Und trotz seiner geringen Größe scheint es sehr widerstandsfähig zu sein. Zum Glück haben wir einen Bolzenschneider dabei, der... Ach doch, da. Der bestimmt funktionieren wird. Wie soll das gehen? Das Schloss benutzen? Esel? Eine Reihe von Papieren ist an der Schranktür festgeheftet. Darunter scheint eine Art amtliche Notiz zu sein. Datum 1... Medizinischer Stab 2, Armee 2, geschätzte Dauer 3 Stunden, geografische Datenbank, Infektionstests, grün nicht infiziert, rot infiziert, Gewehre mit hoher Schussweite in Hauptrüstkammer. Oh, würde ich sagen, gucken wir doch mal, wa? Kehr der Adrian, Ontinient Spanien, Tion, ach Ziele, höchster Priorität, krass, Tion Neng Edwin, Braune Jerome. Butke Christina. Höchstes Risiko, okay. Kubilius Lake. Lake Kubilius, meine ich natürlich. Roscoe Fay. Russell Deitch. Und Tanja Lichtenauer. Joan Bonnet. Andrea Velade. Paloma Moreno. Andres Reyes, Alberto Valero, Carlos Magro, ich wette, da stehen wir gleich auch drauf. Ruben Calderon, neutralisierte Szene, Brian Connors, Doug Baxter, Ryan, Mutlu Koksal, Jamil Ismaili, Matthew Francis, Pablo Roda Palacios, Diego Bezares, Miguel Company. Das könnte schon fast wie der Michael, Miguel, vielleicht sind wir das wieder. Aber ob wir Company heißen, wer weiß das schon. Schwarzer Sack, den nehmen wir, wenn wir können. Wagen der Wagen ist so abgenutzt, dass ich nicht glaube, dass er noch lange durchhalten wird. Das wissen wir nicht. Der Griff wirkt abgenutzt. Scheint so, als würde das hier oft und ohne große Rücksicht benutzt werden. Ein kleines Schloss hindert mich daran, es zu öffnen. Und trotz seiner geringen Größe scheint es sehr widerstandsfähig zu sein. Maybe. So wird das nicht klappen. Ich sehe da keinen ausreichend großen Spalt an der Tür, um sie aufzustemmen. Vielleicht mit rostigen Nägeln. Ein professioneller Einbrecher könnte das vielleicht. Aber ich bin nicht in der Lage, dieses Schloss nur mit einer Handvoll rostiger Nägel zu knacken. Na gut, gehen wir mal nach rechts. Das war cool gemacht. Schön. Offenes Fach. Bei dem hier steht die Tür halb offen. Alles, was ich da drin sehen kann, sind die Reste von Aufklebern und zerrissene Fotos. Als wäre jemand in Eile aufgebrochen, ohne sich zu verabschieden. Das ist wahrscheinlich auch passiert, Schnuckiputz. Eine Reihe von heruntergekommenen Schränken ohne Beschriftung. Ich bekomme den Eindruck, dass alles hier drinnen jeden Moment zerfallen könnte. Vielleicht aus Solidarität mit den Unglücklichen, die in der Haupthalle schreien. Bänke vor den Schränken. Typisch für einen Umkleideraum. Ebenso wie der Geruch nach Schweiß und dreckigen Socken, der hier im ganzen Raum hängt. Ja, das ist aber auch nur typisch, wenn man nicht sauber macht, muss man auch mal sagen, ne? Die Zukunft liegt in unseren Händen.
zusammenarbeiten, wiederaufbauen, berichten. Dem Text nach würde ich sagen, dass dieses Poster ein Teil einer Kampagne der Regierung gewesen sein muss, die nach der großen Welle gestartet wurde. Ja, öffnen wir einfach mal den Schrank. Verschlossen. Natürlich. Langsam nervt es mich, dass jeder, der hier einen Schrank hat, glaubt, das Ding absperren zu müssen. Das gleiche gilt für Schließfächer und den ganzen anderen Möbelkram. So, aber jetzt geht doch bestimmt. Geil, es nervt ihn, dass das jeder abschließt. Geil. Einen Schlüssel zu benutzen wäre mir lieber, aber die Zeit ist knapp. Also. Wer ist das? Oh, tut mir leid, ich... Genau, sitzt die daneben. Was machst du hier? Bist du gekommen, um etwas zu stehlen? Noch ein Schritt und ich rufe die Soldaten. Nein, bitte warte. Tu das nicht. Sicherheitsteam, hier ist Schwester Uma Grundy. Kommen Sie schnell. Nein, warte. Warte mal, hast du Uma gesagt? Schwester Uma? Ja, das ist mein Name. Warte, bitte, verrat mich nicht. Ich kenne deinen Vater. Ich habe erst vor ein paar Stunden sein Leben gerettet. Sie hätten ihn in das Flüchtlingslager deportiert, aber ich konnte es verhindern. Mein Gott, hast du gesagt, mein Vater? Sag mir, wie geht es ihm? Ist ihm irgendetwas zugestoßen? Mach dir keine Sorgen, Uma. Er ist in Sicherheit. Er hat mir von dir und deiner Arbeit hier erzählt. Er macht sich große Sorgen, ob es dir gut geht. Bitte, verrat mich nicht. Hier ist Schwester Uma Grundy. Die Sache hier hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Sie müssen nicht herkommen, danke. Danke, Uma. Du hast das Richtige getan. Mein Name ist Michael. Aber jetzt erklär mir mal, warum du hier eingestiegen bist. Wonach suchst du, Michael? Ich suche nach einem Medikament. Ein Heilmittel für die Zerflossenen. Heilmittel? So etwas gibt es nicht. Das wirst du weder hier noch anderswo finden. Die Behörden haben vor Monaten ein Memo im medizinischen Stab verteilt. Ich bin mir sicher, dass hier noch eine Kopie davon rumfliegt. Darin stand, dass sie die Forschung nach einem Heilmittel endgültig aufgegeben haben. Es war ein Fehler, dein Leben zu riskieren, um hier reinzukommen. Hier lagern wir nur Schmerzen. Dieser Ort ist ein Grab für diese armen, infizierten Teufel. Und für die, die hier arbeiten. Es tut mir leid, Michael. Die Zerflossenen sind alle dem Tode geweiht. Nein, das kann nicht sein. Es muss doch eine Lösung geben. Ein Heilmittel. Mein Gott, armer Rod. Armer Colin. Das ist natürlich schlecht, aber war irgendwie auch klar, dass da kein Heilmittel für gibt, muss man ja jetzt auch mal sagen. Sonst hätten da hinten in dem Lager nicht so viele, naja. Aber im Flüchtlingslager habe ich gehört, es heißt, dass hier ein Heilmittel hergestellt und gelagert wird. Wenn das nicht stimmt, wozu ist das Gebäude denn dann da? Die Soldaten halten das Gerücht am Leben, dass es ein Heilmittel gibt. Solange die Menschen etwas Hoffnung haben, können sie die Stadt viel leichter und effektiver kontrollieren. Aber es ist eine Lüge. Ich verstehe. Die Klinik wurde direkt nach der großen Welle gebaut. Unter Nutzung mehrerer verlassener unterirdischer Anlagen. Das war, als die Obrigkeit mit der Arbeit begonnen hatte, die Stadt wieder aufzubauen. Man sagte uns, das Gebäude würde genutzt werden, um die ersten Patienten aufzunehmen. Damals, als die Krankheit noch nicht so weit verbreitet war. Ich habe meinen Job bei einer Klinik im Stadtzentrum gekündigt, um herzukommen. Ich wollte helfen. Sie haben um absolutes Stillschweigen über unsere Arbeit gebeten, um eine Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Nicht einmal mein Vater wusste, was wir hier wirklich taten. Ja, das hat er mir erzählt, als ich mehr über diesen Ort wissen wollte. Am Anfang haben wir die Patienten sorgfältig gepflegt. Es gab Möglichkeiten, ihr Leiden zu mindern. Und sogar Forschungen zu einem möglichen Heilmittel. Alles lief glatt. Und was ist dann passiert? Die Dinge liefen aus dem Ruder. Es wurden mehr und mehr Patienten. Wir konnten nicht mithalten. Und am Ende bekamen wir nicht einmal mehr die wichtigsten Vorräte. Und dann haben die Soldaten die Kontrolle über die Klinik übernommen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das war der Zeitpunkt, an dem sie das Gebäude versiegelt haben. Niemand darf gehen. Nicht einmal wir. Wir Ärzte und Schwestern sind seit Monaten hier eingeschlossen. Isoliert. Ohne jemals Tageslicht zu sehen. Die Armee sagt, es wäre aus Sicherheitsgründen. Dass sie es zu unserer eigenen Sicherheit tut. Unglaublich, oder? Alles, was wir jetzt noch tun dürfen, ist, die Patienten in Plastiksäcke zu packen, wie die, mit denen man Leichen transportiert. Und darauf zu warten, dass sie sterben, während wir unser Bestes tun, um ihre Leiden zu mindern.
Dann entsorgen wir die Reste. Lösen die schwarzen Säcke zur Dekontamination in Säure auf. Das ist jetzt unsere einzige Funktion. Das ist alles, was wir mit unseren jetzigen Ressourcen tun können. Aber es ist unerträglich. Es ist zu viel. Ist es nicht immer so, dass es erst heißt, es ist zum eigenen Schutz? Naja, was soll man da sagen? Ich find's immer noch geil, dass die da hinten im Dunkeln saß. Entschuldigung. Dem Tod geweiht. Ich habe die Schmerzensschreie da draußen gehört. Was passiert wirklich mit den Zerflossenen? Diese Menschen leiden und sterben auf die schrecklichste Art und Weise, die ich je gesehen habe. Die ersten Symptome sind Übelkeit und kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins. Was dann immer häufiger und länger auftritt, je weiter die Krankheit fortschreitet. Bis am Ende ihr gesamter Kreislauf in einen Schockzustand verfällt. Ihre Zellstruktur löst sich auf. Sie zerfällt einfach. Es gibt keine medizinische Erklärung. Es passiert einfach. Aber das ist noch nicht mal das Seltsamste an ihrer Krankheit. Was könnte noch seltsamer sein als das, was du mir gerade erzählt hast? Die Zerflossenen werden unberechenbar, aggressiv und seltsam. Sie sind unkontrollierbar. Deswegen fürchtet die Armee sie. Sie haben Angst vor ihrem Verhalten und ihren Prophezeiungen. Das ist die einzige Funktion dieses Ortes. Sie wegzusperren, sie aus dem Weg zu schaffen. Die Armee versucht, die Kontrolle zu behalten, bis der Tod dieses Problem endgültig für sie löst. Eines nach dem anderen. Und das erklärt auch, warum diejenigen bestraft werden, die die Zerflossenen beherbergen. Und den Einsatz der Reinigungsbrigaden. Aber ich dachte, sie kontrollieren die Patienten nur, um zu verhindern, dass sich die Krankheit ausbreitet. Aber das ist eine Lüge. Eine perverse Lüge. Die Krankheit breitet sich rasend schnell aus. Die Fälle werden jeden Tag mehr. Aber sie ist nicht ansteckend. Wir Ärzte und Schwestern haben die Kranken seit Monaten behandelt und waren mit ihnen und ihren Überresten in direktem Kontakt. Und die Ansteckungsrate unter uns ist nicht höher als dort draußen. Die Armee lügt. Aber auf welche Weise verbreitet sich die Krankheit dann? Wir wissen es nicht, Michael. Niemand weiß es. Was wir wissen, ist, dass sie nicht durch direkten Kontakt mit den Opfern verbreitet wird. Es gibt einen anderen Grund für die Geheimnistuerei der Armee bezüglich der Zerflossenen. Angst. Wir fürchten alle das Unbekannte. Wir verfallen in Panik, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das wir nicht verstehen. Und diese Krankheit ist mehr, als wir alle ertragen können. Und was macht die Zerflossenen so unberechenbar und gefährlich? Sie wissen Dinge, Michael. Du musst glauben, dass ich verrückt bin. Aber ich sage dir, sie wissen einfach. Sie reden über Ereignisse, von denen niemand wissen kann. Sie spüren Dinge. Sie bringen Informationen von den Orten mit, an die sie reisen. Und sie reden dort mit Toten, Michael. Sie reden mit Toten. Sie wissen, Michael. Das ist alles. Das sind einfach nur kranke Menschen, Uma. Nein, sie sind mehr als nur normale kranke Menschen. Du würdest nicht so reden, wenn du mit ihnen und ihren Botschaften Kontakt gehabt hättest. Mit ihren Prophezeiungen. All die Monate. Irgendwie, unsere ganzen Flashbacks. Nicht, dass wir da auch, naja. Warte mal. Hast du gerade gesagt, die Zerflossenen würden Prophezeiungen aussprechen? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Als ich in die Klinik kam, habe ich mich mit einem Mädchen angefreundet. Das war gerade mal 13. Während der ganzen Zeit, die ich mich um sie gekümmert habe, hat sie immerzu mit mir über ihre Erfahrungen geredet. Du würdest nicht glauben, was sie mir über die unterirdischen Straßen erzählt hat, zu denen sie angeblich jede Nacht ging. Unterirdische Straßen? Ja. So nannte sie den Ort, an den sie angeblich alle gingen, wenn sie das Bewusstsein verloren. Ich hatte großes Mitleid mit dem Mädchen. Mit der Zeit hatte ich aber auch große Angst vor ihr. Ich hatte Angst vor dem kleinen, kranken Kind, ihre Visionen. Ihre Träume, ihre Botschaften waren furchterregend. Ich erinnere mich, wie sie sich eines Nachts neben das Bett einer anderen Patientin setzte. Es war eine ältere Frau, der es gut zu gehen schien. Unseren Berechnungen nach hatte die Frau noch ein paar Monate zu leben. Lass mich mit ihr alleine, es wird jetzt nicht lange dauern, sagte das Mädchen zu mir. Dann verlor die Frau das Bewusstsein und das Mädchen nahm die Hand der Frau. Und nur wenige Sekunden später begann die Frau sich aufzulösen. Schmerz zu kreischen und sich zu winden, bis sie nur noch
eine Pfütze brauner, zäher Flüssigkeit war. Ich wusste, dass sie uns verlassen würde und wollte nicht, dass sie alleine gehen muss. Das wäre sehr traurig gewesen, oder, Oma? Sagte das Mädchen zu mir, während noch die Reste der Frau von ihrem Gesicht tropften. Sie wusste, dass es passieren würde, Michael. Sie sah es. Von da an wurde meine Angst immer unkontrollierbarer. Ich fühlte mich in ihrer Nähe absolut hilflos. Ich verstehe. Am Ende war meine Panik so stark, dass ich mich weigerte, in ihre Nähe zu gehen. Und ich fühlte mich sogar, Gott vergebe mir, insgeheim erleichtert, als sie sich schließlich auflöste. Sie wissen Dinge, Michael. Und deswegen sind sie so gefährlich für die, die jetzt an der Macht sind. Oh Mann, krasser Scheiß. Die Reinigungsbrigaden. Ich habe gesehen, wie sie vorgehen. Sie sind Bestien. Ich verabscheue sie. Sie sind wie Raubtiere. Herzlos und skrupellos. Der Rest des Stabs weigert sich, dieselben Einrichtungen wie sie zu benutzen. Deswegen sind ihre Schränke draußen im Flur. Dort bewahren sie alles auf, was sie für ihre Jagden brauchen. Die GPS-Geräte, die Infizierungstests, ihre Ausweise. Jede Einheit besteht aus 2 Soldaten, einem Arzt und einer Schwester. Kannst du das glauben? Ärzte und Schwestern, die mit diesen blutrünstigen Tieren zusammenarbeiten. Aber wenn man sie fragt, ist es ihr Job. Und jemand muss es schließlich tun. Ja, der Satz kommt mir bekannt vor. Ich fasse es nicht. Polizei und Kriminelle, die genau dieselben Worte benutzen, um ihre Taten zu rechtfertigen. Tu, was du tun musst. Das scheint das Motto dieser neuen Welt zu sein. Rede mit meinem Vater, Michael. Sag ihm, dass es mir gut geht. Dass er sich keine Sorgen machen soll. Und dass wir uns bald sehen werden. Sehr bald. Vielleicht. Morphium. Ah, toll. Mal sehen. Hier sind nur Staub und alte Papiere und ein kleiner Schlüssel. Willst du mich verarschen? Die sitzt jetzt da weiter und... Ein altes, wurmzerfressenes Möbelstück. Der miese Zustand fällt selbst in dieser Umkleide auf. Mal sehen. Hier sind nur... Ein altes, der miese... Ja, okay. Geil, ey. Jetzt sitzt sie da und wir können der im Prinzip alles hier klauen. Alter Schwede. Schlüssel passt jetzt bestimmt... Wir, wenn ich mal sehen, was der Schlüssel für dieses Fach ist. Bingo. Also, Bingo Bongo. Ich werde keinen davon nehmen. An allen blinkt eine kleine rote LED. Ein unverkennbares Zeichen, dass sie bereits benutzt wurden. Okay. Ich sehe hier einen gelben Eimer mit medizinischen Abfällen und eine Handvoll von etwas, das aussieht wie Tests, um die Zerflossenen zu diagnostizieren. Schön. Ich werde keinen... Ein Ja. Eine Holzkiste. Ja, nehmen wir die ganze Kiste, ist doch super. Was haben wir alles bekommen? Wir haben... Alter. Fangen wir hier an. Holzkiste, ein... GPS. Einem der Formulare der Reinigungsbrigaden nach benutzen Sie das Gerät, um sich auf Ihren Einsätzen zu orientieren. Im Grunde ist es eine elektronische Karte. Es sieht so aus, als würden die Satelliten auch nach der großen Welle tatsächlich noch funktionieren. Etwas, das ich leicht überprüfen könnte, wenn in dem Gerät Batterien wären. Okay. Challenge accepted. Berechtigungsausweis für Fahrzeuge. Das ist der Ausweis, der es den Reinigungsbrigaden erlaubt, mit ihren makaberen Krankenwagen die Klinik zu verlassen und zu betreten. Meiner Erfahrung nach wird man ohne so ein Ding mit Blei vollgepumpt, wenn man versucht, durch das vordere Tor zu kommen. Boom, jetzt brauchen wir nur noch ein Auto oder ein Motorrad. Es ist ein internes Memo der Armee an den medizinischen Stab des Krankenhauses. In dem Bericht geht es darum, dass kein Gegenmittel für die Krankheit der Zerflossenen entwickelt werden konnte. Und, was noch schlimmer ist, dass schließlich die Entscheidung getroffen wurde, die Forschung ganz aufzugeben. Okay. Können wir es mit irgendwas... Es ist nur ein einfacher Bericht auf Papier. Ja. Schwarzer Sack. Na gut. Tja, dann würde ich schon mal sagen. Ach so, sind wir wieder hier. Na gut. Vecchio.
Tja, ob wir da irgendwann noch reinkommen, brauchen wir aber eine Lampe. Ach, guck mal. Hier ist es jetzt noch leerer und stiller als vorher. Ich schätze, während ich im unterirdischen Krankenhaus für die Zerflossenen war, haben die Soldaten die Ausgangssperre verhängt. Ich schätze auch. Ach, guck mal hier, die Alte. Wieso bist du denn hier draußen? Was ist passiert? Es geht um meinen Bruder. Er ist verschwunden. Wir wissen nicht, wo er hin ist. Was soll das heißen, er ist verschwunden? Nun ja, wir haben ihn nicht mehr gesehen, seit du mit ihm geredet hast. Seit er aus der Kirche gerannt ist. Wir haben stundenlang nach ihm gesucht und können ihn nirgendwo finden. Hast du keine Idee, wo er hingegangen sein könnte? Nein. Er ist ohne Ziel aus der Tür gerannt. Vollkommen außer Kontrolle. Ich habe ihn noch nie so aufgebracht gesehen. Und seither haben wir nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß einfach, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Mein Bruder ist sehr krank und sollte nicht alleine und ohne Schutz da draußen sein. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Beruhige dich. Es wird ihm schon nichts zugestoßen sein. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich bin mir sicher. Außerdem haben die Soldaten die Ausgangssperre ausgerufen. Wenn sie ihn alleine und verloren auf der Straße finden, in seinem Zustand. Oh, mein Bruder ist eine sehr beliebte und respektierte Persönlichkeit. Aber diese Monster kümmert es nicht, wer er ist. Ich verstehe. Wir müssen von der Straße runter. Bitte, wenn du meinen Bruder siehst, sag ihm, dass er heimkommen soll. Sag ihm, dass wir auf ihn warten. Natürlich, das werde ich. Oh, jetzt sind sie weg. Habt ihr das gesehen? Das sah so aus, als würde die in der Luft hocken ein bisschen. So, können wir mit dem... Nee, der ist auch nicht da. Komm, ab ins Lager. Moin, Leute. Was geht? Das Lager ist geschlossen, Ratte. Tritt von dem Tor zurück. Aber ich muss ins Lager zurück, dringend. Was ist denn passiert? Euch Maden kann man nicht verstehen. Immer wollt ihr hier raus. Und sobald ihr draußen seid, wollt ihr plötzlich dringend wieder rein. Einer unserer Kameraden wurde getötet. Und das Lager ist geschlossen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Also seh zu, dass du Land gewinnst. Es gab einen Angriff? Ja. Jemand hat eine der Wachen in den Türmen mit einem Stein getroffen. Worauf er hinuntergestürzt ist. Er ist tot. Zum Glück scheint es einen Zeugen zu geben, der die Täter beim Schleudern des Geschosses gesehen hat. Und sie wurden festgesetzt. Aber wir trauen nie der Aussage einer Ratte. Deswegen warten wir darauf, dass die Verbrecher gestehen oder die Mordwaffe auftaucht. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis die Kinder die Wahrheit sagen. Oder wir die Waffe finden, die sie benutzt haben. Mein Gott, was habe ich getan? Verdammt, ich hätte sie da nicht mit reinziehen dürfen. Aber das sind doch nur verängstigte Kinder. Seht ihr das nicht? Was habt ihr mit ihnen vor? Einen Beamten zu töten wird mit dem Tod bestraft. Und das Kriegsrecht ist in dieser Hinsicht eindeutig. Sie haben als Erwachsene gehandelt und werden für ihre Taten als Erwachsene bezahlen. Sobald sie gestehen oder wir die Waffe finden, mit der sie ihre Tat begangen haben, kümmern wir uns um die beiden. Hast du ein Problem damit, dass das Gesetz durchgesetzt wird? Ihr seid nichts weiter als eine Horde von psychopathischen Schweinen. Noch ein Wort und ich blase dir gleich hier den Kopf weg, Bastard! Dein Armband und deine Privilegien kümmern mich nicht! Geh mir aus den Augen! Diese Schweine werden die Jungs töten. Und es wird meine Schuld sein. Ich werde für ihren Tod verantwortlich sein. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss was tun und zwar schnell. Aber was? Naja, so direkt kann man das ja nicht sagen. Die haben ja selber geschleudert und die wussten ja, was sie tun. Quasi. Naja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Aufnahme und gucken beim nächsten Mal, was wir tun können. Tschüss! Achso, ja, und falls euch das gefallen hat, ihr wisst schon. Abo oder gefällt mir. Alles klar, danke, tschüss!